Un relato con el famoso personaje creado por... Presentamos el capítulo primero, Hacia la montaña. Manos en la tierra. Manos en la tierra, uñas negras, manos secas, cortes inhóspitos. El aceite de coco se ha terminado. Manos en la tierra, y el estiércol, y las piedras, y los caracoles, hijos del mar. Manos en la tierra, y la vida cobra independencia, entrelazándose, compenetrándose, fundiéndose, raíz con tierra, agua con sol, manos con tierra. Manos en la tierra, despertando átomos, antiguas reliquias genéticas, semillas y la guerra por él. Manos en la tierra, despertando átomos, ecosociabilización, semillas y la guerra por el dominio. Manos en la tierra, despertando átomos, bioproductores, bioconsumidores, anti-bio-bioconsumidores, anti-bio-bioproductores, bio-bio-bio, bio-bio-bio, pio-pio, bio-bio, bio-pio, las semillas y la guerra por el dominio de la alimentación mundial. Impío. Manos en la tierra, millones de años en polvo, ancestros, cultivo y soberanía. Semillas de la luz, el orgasmo, la creación, la vida, sin derechos de autor. Hoy presentamos el capítulo primero, Hacia la montaña. Eine von meinen Mitarbeitern hier aus meinem Institut zu bekommen, es war nicht möglich. Auch ich bin nicht negativ gewesen. Alle hatten Glyphosat. Alle hatten Glyphosatmengen in sich, in unterschiedlichen Mengen natürlich, aber alle waren positiv, interessanterweise. Das heißt, Glyphosat ist allgegenwärtig, wie es scheint. Das könnte die Schlussfolgerung sein. Das Hauptherbizid der Welt, Roundup, verursacht schwere Leber- und Nierenstörungen. Außerdem Störungen im Bereich der Sexualhormone und hat zudem Auswirkungen im Bereich von Brusttumoren. Et provoque aussi des effets au niveau des tumeurs mammaires. Das ist ein Warnruf. Die derzeitige Risikobewertung von chemischen Produkten und vor allem von Pestiziden und von genveränderten Pflanzen ist nicht geeignet, um die Gesundheit der Weltbevölkerung zu schützen. Doreen Ferkel aus einer Zucht zum Institut der Professorin Monika Krüger. These are my pigs. Das sind meine Schweine. Das hier ist eine Kopfdeformation. Es hat sein Auge hier. Es wird jetzt weich. Hier die Kopfdeformation. Ich glaube, es konnte nicht atmen, weil das Auge im Weg war. Sehen Sie das oft? Ja. Die Missbildungen sind extrem. Die Beine häufig verformt oder gar nicht vorhanden. Schädeldeformationen,
verformte Wirbelsäulen oder extreme Verschiebungen im Kopfbereich. Ich habe festgestellt, dass bei einem höheren Gehalt an Glyphosat im Futter die Rate missgebildeter Ferkel, die etwa 70 Tage später geboren wurden, höher war. Sollen alle Pflanzen sterben, nur die genveränderte Nutzpflanze nicht. Doch mit der Zeit werden mehr und mehr Pflanzen resistent und es müssen Giftstoffe zugemischt werden. De cinco años atrás ahora se aumentó el costo. In den letzten 5 Jahren bis heute haben sich die Kosten für die Agrarchemikalien um 300% erhöht. Vor 5 Jahren zweimal, dreimal drüber mit Glyphosat hat gereicht. Heute müssen sie Glyphosat, andere Herbizide und noch mehr spritzen und die Zahlen gehen ins Bodenlose. Aber das ist ein Kampf gegen die Natur, oder? Ja. Ja. Chemie gegen die Natur. Ja. Ja. Hat dieses Modell eine Zukunft? Wer weiß das? So ist es hier eben.